Ja, ich mache es mal vielleicht so ein bisschen von sportlichen Themen, von Gefühlsthemen und natürlich auch so ein bisschen mit dem, wenn man vielleicht dann doch morgen nochmal zurückguckt, dann weiß man, glaube ich, was wir geleistet haben. Ich fange mal mit dem Sportlichen an. Erste Halbzeit war schon ein bisschen mehr mit Spielanteilen von England, was so Ballbesitz anging und auch so ein bisschen mehr Druck auf das Offensivspiel, haben sich ein paar Standards rausgeholt. Da hat uns ab und an ein bisschen Mut gefehlt, ab und an auch ein bisschen mehr noch den Ball festzumachen. Wenn wir aber Nadelstiche gesetzt haben, dann waren die gut. Und was mich natürlich jetzt im Nachhinein schon trotzdem beschäftigt, ist, dass es eine Situation beim 0-0 gibt, wo es ein klares Handspiel gibt und die Szene wird vom VAR überprüft und es gibt eben trotzdem keinen Elfmeter und das ist dann im Nachhinein auf so einem Niveau, auf so einem engen Spiel schon schwierig dann damit umzugehen, weil ich mir dann schon die Frage stelle, warum funktioniert da die Kommunikation nicht, warum wird das nicht geprüft, warum schaut die Schiedsrichterin sich das nicht an. Am Ende tut das ein bisschen weh, weil ich glaube, das gibt uns mehr Sicherheit, wenn wir vielleicht dann auch in Führung gehen können. Aber wir haben in der Halbzeit gesagt, es ist nichts passiert, es steht 0-0. Wir wollen mutig aufs erste Tor spielen. Wir wollen versuchen, offensiv mehr Sicherheit in andere Aktionen zu kriegen, die Abwehr von England mehr zu fordern und auch weiter hoch zu pressen. Und das ist uns dann gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gelungen. Und eigentlich in der Phase, wo wir mehr vom Spiel haben, fällt dann das 0-1. Und dann haben wir viel probiert, das Spiel zu verändern, machen dann das 1-1, gehen dann damit in die Verlängerung. Ja, und auch das 2-1 war dann schon auch aus dem Gewühl raus und ein bisschen unglücklich. Am Ende hätte sonst vielleicht das Elfmeterschießen entscheiden müssen. Am Ende ist so, England ist ein Europameister, dem man absolut gratulieren muss. Wer im eigenen Land hier so auftritt, so spielt, auch die Herzen gewinnt und die Unterstützung hat, ja, der ist dann auch am Ende, wenn er zwei Tore gegen Deutschland schießt, der verdiente Europameister. Deshalb erstmal Gratulation, vor allen Dingen auch an die englische Mannschaft. Es war für uns ja heute so ein ambivalentes Erlebnis. Einerseits natürlich viel, viel Stolz und Energie hier in diesem Stadion mit diesen vielen Menschen, aber auch diese Widerstände hier anzunehmen. Es war unfassbar laut, es war in der Kommunikation sehr, sehr schwierig. Und wenn ich eins weiß, dann ist das auch ein Spiel, was uns natürlich enorm für die Zukunft helfen wird. Ja, weiterhin zu sagen, wir wollen um Titel spielen und wir wollen auch Titel gewinnen. Emotional ist es auch ambivalent bei mir. Ich bin einerseits total stolz, weil wir alles, was wir hatten, auf den Platz gelassen haben. Alles. Es hat nicht alles funktioniert, aber wir haben alles an Herz, an Schweiß, an Leidenschaft, an Kampf, an Energie heute auf diesem Platz gelassen. Und dann ist es natürlich ja, sehr traurig und dann findest du auch nicht so viele Worte, um dann vielleicht auch der Mannschaft, die es absolut verdient hat, ein bisschen Trost zu spenden. Deshalb ich muss das auch erst verarbeiten heute, das ist ja klar. Wir sind hier angetreten, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben es am Ende leider nicht geschafft, aber es war ein Spiel auf Augenhöhe und morgen oder übermorgen, glaube ich, gehe ich dann schon mit einem anderen Gefühl wieder auch in den Tag rein. Vielen Dank. Eure Fragen. Also zu Alex ist natürlich klar, dass wir alles probiert haben. Wir wurden gestern ein bisschen davon überrascht, im Abschlusstraining kurz vor Schluss, dass es da Probleme gab und dass es dann die Auswirkung hat. Ja, da konnten wir eigentlich nicht mit rechnen, also zumindest nicht gestern beim Abschlusstraining. Und da mussten wir uns dann gestern Abend schon mit beschäftigen und wir haben dann alles probiert. Die medizinische Abteilung hat alles probiert, Poppy hat alles probiert. Es sah heute Morgen dann schon wieder ein bisschen besser aus, aber klar war auch, dass wir die Entscheidung, egal in welche Richtung sie geht, zu 100% mittragen. Und deshalb habe ich Poppy zu 1000% vertraut heute. Und als sie dann im Aufwärmen gesagt hat, ich spüre was, es geht nicht, ich kann nicht richtig schießen und wahrscheinlich dann auch nicht richtig durchziehen und laufen, dann gebührt ihr erstmal der allergrößte Respekt in einem Finale, nach so einem Turnier, nach so einer Geschichte und speziell mit dieser Geschichte dann zu sagen, ich spiele nicht. Und das zeichnet große Persönlichkeiten aus und da gehört sie zu. Und zu zweit. Ja, auch alle vier Politiker, die in der Kabine waren, haben uns einfach auch nochmal versucht, kundzutun, wie stolz man in Deutschland ist, wie sie das jetzt auch gefühlt haben in den letzten Wochen und erlebt haben und eben auch
ja, wollten einfach den Respekt und die Gratulation für dieses tolle Turnier als insgesamte Leistung darstellen. Und das ist auch gelungen. Also wenn man jetzt 6 Spiele hat, davon haben wir 5 gewonnen, das Entscheidende dann leider verloren, dann ist es natürlich wichtig, dass dort auch ja, die Leistung im Gesamten gewürdigt wird. Und das haben sie getan. Und wir haben uns auch versprochen, dass wir das jetzt einfach forcieren wollen, dass wir wirklich anschieben möchten, Projekte, die einfach dazu führen, dass wir in Deutschland nicht stagnieren, dass wir weiter nach vorne marschieren, dass wir Mädchen gewinnen für die Vereine, für die Breite, dass wir Talentgerechtigkeit bekommen. Und Olaf Scholz hat mir versprochen, dass wir uns auch treffen werden für die Zukunft, um die Themen anzugehen und Zeit miteinander zu verbringen. Und der feste Wille da ist, jetzt auch Nachhaltigkeit aus diesem Turnier mitzunehmen. Das war jetzt irgendwie gefühlt ja eine Reise, ein Rausch. Und es wäre wirklich sehr, sehr, sehr schade, ich habe das ja gestern schon gesagt, wenn diese Reise, die wir hier gegangen sind, nicht auch dazu führt, dass viele andere auf so eine Reise mitgenommen werden, dass sie den Weg zum Fußball finden, dass man aber auch den Weg in der Gesellschaft findet, respektvoll miteinander umzugehen, solidarisch zu sein, Frauen als starke Personen einfach anzuerkennen und zu sehen. Also wir haben ja viele Themen, die wir, glaube ich, auch in den sozialen Medien und durch unsere Art mit unserer sozialen Kompetenz angeschoben haben. Und das, da brauchen wir die Unterstützung aller, der Politik, der Medien, der Gesellschaft. Und wir haben ein Statement gesetzt und da wollen wir jetzt nicht uns mit zufrieden geben, sondern wir werden hartnäckig bleiben. Eigentlich möchte ich jetzt überhaupt keine Frage mehr zulassen, weil das so ein wunderschönes Schlusswort war. Und es gibt wohl auch keine mehr. Ich bedanke mich. Wir sehen uns noch in der Mixzone, aber möchten an dieser Stelle möchten wir uns auch für die Zusammenarbeit bedanken, für die Begleitung. Wir sehen uns. Ja, vielen Dank dafür. Wirklich ganz toll. Wir brauchen das, wir brauchen euch als Medien, weil es gibt gemeinschaftliche Stärke. Und auch vielen, vielen Dank für die viele gute, positive und faire Berichterstattung. Danke. Es hat alle das gehalten, was es vorher schon versprochen hat. Es war eine fantastische Atmosphäre. Die Zuschauer haben mächtig Stimmung gemacht. Wir haben auch die deutschen Fans gehört. Und ich glaube, das hat man auch auf dem Platz gesehen. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Es wurde gefightet. Wir haben über 120 Minuten alles gegeben und uns am Ende leider nicht belohnt. Aber trotzdem war das heute wirklich ein tolles Endspiel. Nur kurz.